Ja, wenn Sie mögen, nennen Sie mich doch einfach Hulk Hogan. Sie sind bei RSH im Mittwochnachmittag. Und bei Hulk Hogan, da muss ja jeder automatisch an Wrestling denken. Ladies and Gentlemen, Hulk Hogan! He is a Hulk, look at that! Coole Stunts, harte Kämpfe und schmerzverzerrte Gesichter. Das alles gibt's beim Wrestling. Seit Jahren ist die amerikanische Sportart auch in Deutschland hoch im Kurs. Und jetzt kommt ein großes Wrestling-Event auch nach Kiel. Diesen Samstag findet Maximum Wrestling im Max Nachttheater statt. Michael Klug aus Norderstedt ist einer der Kämpfer und jetzt bei mir. Michael, wenn man solche Kämpfe im Fernsehen sieht, da geht es ja immer richtig zur Sache. Das tut doch weh, oder? Sich da aufeinander schmeißen und raufspringen und so. Das tut auf jeden Fall weh. Also wir werden natürlich oft mit diesem Spruch konfrontiert, Wrestling ist fake. Das hört man ja öfters. Wird der Sache überhaupt nicht annähernd gerecht. Jedes Mal, wenn ich oder auch meine Kollegen in den Ring steigen, dann riskieren wir da unsere Gesundheit für die Unterhaltung der Fans. Und das ist genau das, nicht mehr und nicht weniger. Ja, ihr boxt ja auch nicht nur mit den Fäusten aufeinander ein. Es kommen auch noch Stühle und Leitern zum Einsatz. Ist das überhaupt erlaubt? Also normalerweise ist der Einsatz von Stühlen, Leitern und Tischen natürlich untersagt. Für allerdings mittlerweile schon eine über 13 Monate anhaltende Fehde mit der ukrainischen Schlange Ivan Kiev. Und da es dort immer wieder zu unklaren Ergebnissen kam bei unseren bisherigen Kämpfen, ist es halt angebracht, zu diesem Zeitpunkt die Regeln über Bord zu werfen, um endlich eine Entscheidung herbeizuführen. Und dann greift man einfach mal zur Leiter. Nicht? Diesen Samstag seid ihr in Kiel im Max. Da geht's auch richtig um was, ne? Das ist nicht nur Spaß. Also es gibt den Maximum Heavyweight Championship, der steht auch auf dem Spiel. Der amtierende Champion ist Steinbold aus Schweden. Er wird seinen Titel verteidigen, auch am kommenden Samstag gegen den fliegenden Holländer Leon van Gasteren. Auch ein sehr technisch versierter Athlet, sehr erfolgreich in Japan unterwegs zuletzt gewesen. Und das Titelmatch findet ebenfalls am Samstag statt. Also es gibt richtig was zu sehen und zu erleben. Vielen Dank, Michael. Und Michael wird als The German Highlight Michael Knight am Samstag auch im Ring stehen. Einlass ist um 18 Uhr im Max in Kiel.